Guten Tag. Hier ist die Andacht für Karfreitag. Es ist sehr, sehr wesentlich, für was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Und ich lese aus Matthäus 27 von der Zeit, wo er bei Pilatus war. Da gab er ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich ins Prätorium und versammelten um ihm die ganze Kohorte. Und sie zogen ihn aus, legten ihm einen purpurroten Mantel um und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm eine Rohre in die rechte Hand. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn. Sei gegrüßt, König der Juden! Und spuckten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn aufs Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus, zogen ihm seine Kleider wieder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Das ist fast eine Nebenbemerkung hier. Jesus aber ließ er auspeitschen. Für die Juden, das war eine bekannte Foltermethode von den römischen Soldaten. Und deswegen wird es nicht hier ausgemalt. Jeder wusste, was das heißt, von den römischen Soldaten ausgepeitscht zu werden. Das war eine brutale Foltermethode. Und ich lese aus hier die Kommentare vom Stamps Studienbibel. Bei einer römischen Auspeitschung würde das Opfer entblößt und an eine Säule gestreckt oder mit gebundenen Händen über einen niedrigen Pfosten gebeugt. Das Folterinstrument war ein kurzer Holzgriff mit mehreren Lederriemen. Eisenstücke oder Knochensplitter wurden mit den Lederriemen verwoben. Meist peitschten zwei Männer das Opfer aus, der erste von der einen, der zweite von der anderen Seite. Dabei wurde das Fleisch so stark aufgerissen, dass Venen, Arterien und manchmal sogar innere Organe hervortraten. Manche Opfer starben während der Auspeitschung. Diese Reimen, Lederreimen, die haben nicht nur sein Rücken getroffen, sondern die haben, sind rumgegangen, haben seinen Bauch getroffen. Das heißt, Stücke von Fleisch und Muskel und Haut würde zerrissen immer wieder. Und das war wirklich so, dass die haben berichtet, dass manchmal man die inneren Organe zum Teil sehen könnten, weil so viel Schaden getan worden ist. Und Jesus hat es überlebt. Die Bibel sagt, er würde für unsere Sünden ausgepeitscht, auch für unsere Heilung. Aber hier, wenn wir lesen, wie die Soldaten ihn verspottet haben, sie haben einen purpurroten Mantel auf ihn gelegt. Das heißt, du weißt, wenn du große Wunden hast, das Blut fängt an zu klumpfen. Und entschuldige, dass ich das so deutlich sage. Es ist so schrecklich. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir wissen, was Jesus gelitten hat. Die meisten Filme, die wir sehen von der Kreuzigung, das hat mich immer gestört. Er hatte ein paar Tropfen Blut hier und da. Nein. Die Realität war, dass er unerkennbar war als Mensch, sagt die Bibel in Jesaja 53, als er dann endlich am Kreuz hing. Und das war für uns, dass das passiert ist. Er hat dann diese Dornenkrone auf sich gelegt. Die waren dicke, große, harte Dornen. Und jedes Mal, dass sie ihn auf den Haupt geschlagen haben, das hat sie tief in seinen Kopf hineingepresst. Da hat er auch geblutet. Und du weißt, es steht, sie haben diese Purpurmantel auf ihn gelegt. Und dann, währenddem sie ihn verspottet haben, das Blut hat bestimmt ein bisschen angetrocknet. Die haben es weg von ihm gerissen, alles wieder aufgerissen und seine eigenen Kleider auf ihn gelegt. Und ich weiß, das war so schmerzhaft. Er war so geschwächt sowieso. Und dann bei der Kreuzigung wurde er nackt ausgezogen. Das heißt, wieder
Alles aufgerissen von diesen Wunden, von der Auspeitschung. Unvorstellbar, die Grausamkeit. Und dann lesen wir weiter. Er konnte sein Kreuz gar nicht tragen. Er war zu geschwächt. Er hat so viel Blutverlust gehabt und wahrscheinlich kaum gegessen seit Passamal. Vers 33, und als sie an der Stadt kamen, mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein oder Essig zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er schmeckte, wollte er es nicht trinken. Das ist, weil es ein Betäubungsmittel war. Er hat es abgelenkt. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das los. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dieses Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, eine zur Rechten und eine zur Linken. Wieder, die Kreuzigung, es steht nur, er wurde gekreuzigt. Das war die grausamste Todesmethode von den römischen Soldaten. Die haben das extra ausgedacht. Die Menschen könnten tagelang da am Kreuz hängen und leiden. Weil die würden, wie wir wissen, zum Holz mit großen Nageln angenagelt. Und die haben aber die Nagel hier in die Handgelenk zwischen die zwei Knochen eingeschlagen, weil wenn der Nagel hier wäre, die Körpergewicht würde hier rausreißen. Aber hier zwischen die zwei Knochen kann der Nagel nicht ausreißen. Und da ist auch ein sehr sensible Stelle und ein Hauptnerv. Das war ein brennendes, schreckliches Schmerzen. Die haben die Hände genagelt, die Füße. Und bei der Kreuzigung, man stirbt nicht von Verblutung, sondern man erstickt. Weil die haben das so ausgedacht, dass die Hände waren hoch, aber, und die könnten einatmen, aber um auszuatmen, müssen sie auf diese Nagel, wo die Füße festgenagelt waren, pressen und sich hochziehen, um ausatmen zu können. Und dann wieder runter. Denkt daran, sein Rücken war rau. So, diese Kreuz war nicht diese schöne Holzkreuze, die man im Geschäft kauft. Das war roh. So, Rücken, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und dann, er war in einer Masse von Wunden, von Kopf bis zum Fuß geschwollen, weil sie ihn geschlagen haben, immer wieder in die Gehör. Und er war, nach der Zeit würden die Muskulatur richten, wellige Arten Krämpfe haben. Und diese nicht genug Luft kriegen. Und einen riesen Durst hat er dann bekommen mit der Zeit. Er hat so viel Blutverlust gehabt, sowieso bei der Geiselung. Jesus hat gelitten. Es gibt einen Film, die ist nicht theologisch immer ganz so korrekt, aber die Passion Jesus. Da sieht man realistischer das Leiden von Jesus. Es ist sehr schmerzhaft daran zu denken, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir wissen, was mit ihm passiert ist. Und er wurde nackt ausgezogen. Das war so erniedrigend, so peinlich. In unserer Gesellschaft hier in Deutschland, das ist für viele Menschen nichts. Aber man muss verstehen, für Jesus und die Zeit da, die haben sich nicht nackt präsentiert irgendwo. Das war so erniedrigend. Und diese Schmerzen. Und die haben ihn verspottet. Die haben ihn ausgelacht. Stell dir vor, diese schrecklichen Schmerzen. Und er hat es für sie getan. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Die wissen nicht, was sie tun. Die haben ihr eigenes Schöpfer, Jesus Christus, gekreuzigt. Ihr eigener Messias gekreuzigt. Und sie haben ihn verspottet. Und die Räuber auch. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der, du den Tempel aufbrichst und baust ihn auf in 3 Tage, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist.
und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spottet sie auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er geholfen und kann sie selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihm, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Die Leute sind gekommen, diese Hinrichtungen zuzuschauen, zu verspotten. Menschen, die vor einigen Tagen ihn aus dem Messias gejubelt hatte, haben. Die religiösen Leiter haben ihn verspottet. Wir lesen das einfach so leicht aus Geschichte, aber wenn man überlegt, wie würdest du dich fühlen, wenn die Leute dich anspucken würden, auslachen würden, verhöhnen würden und du bist in tierische, schreckliche Qual und Schmerzen für sie. Wir können gar nicht vorstellen, dass körperliche, physische Leiden, die Jesus am Kreuz gelitten hat, auch die psychologische Leiden. Und dann die Diebe, die zwei Diebe, wir haben gelesen, die haben dasselbe getan. Aber dann lesen wir, in Lukas 23, Vers 39. Lukas 23, Vers 39. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selber und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich nicht? Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott? Der du doch in gleiche Verdammnis bist, wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dies aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eine hat ihn abgelehnt, eine hat an Jesus geglaubt und hat ewiges Leben bekommen. Und jeder Mensch auf dieser Welt ist einer von diesen zwei Dieben, der sagt und verspottet und ihn nicht nimmt, oder der sagt, vergib mir, ich glaube an dich. Und Jesus gibt Vergebung und ewiges Leben. Es ging weiter. Man kann das alles gar nicht jetzt lesen. Ich will noch zwei wichtige Punkte von der Kreuzigung hervorheben. In Matthäus 27. Er hat vieles am Kreuz gesagt, einiges gesagt. Kannst selbst lesen. Aber in Matthäus 27, Vers 45. Und von der sechsten Stunde an kam ein Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthi. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war Gottes Sohn. Er war eins mit dem Vater. Die waren von Ewigkeit an vereint und eins. Wie kann es sein, dass Jesus in seinem großen Moment des Notes und Schmerz und Leid, und er war eigentlich erst am Kreuz gegangen aus Gehorsam zum Vater. Er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Es war Gottes Wille, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und Jesus hat von Anfang an gesagt, ich bin gekommen zu sterben für die Sünde der Welt. Und plötzlich hängt er am Kreuz an der Spitze seines Leidens, und Gott verlässt ihn. Er schrie laut. Und man muss bedenken, wieder, er war schon einige Stunden am Kreuz, sehr geschwächt, immer wieder versuchen, Luft zu holen, auszuatmen. Aber das war so eine seelische Not, dass er die Kraft hatte, laut zu schreien zu Gott. Warum hat Gott ihn verlassen? Weil Jesus unsere Sünde auf sich genommen hat. Deine Sünde, meine Sünde, die Sünde der Welt.
Er wurde zur Sünde gemacht für uns, die Bibel sagt, der keine Sünde kannte, damit wir die Gerechtigkeit Gottes haben können. Jesus wurde von Gott getrennt und verlassen, damit du und ich nie von Gott verlassen werden mussten. Und Jesus starb von Gott verlassen. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben haben wird. Jesus starb von Gott verlassen am Kreuz, damit du und ich nicht in der Ewigkeit sterben müssen, für unsere Sünden in ewige Hölle bezahlen müssen, sondern ewiges Leben mit dem Vater haben können. Jesus hat danach einige Dinge gesagt, aber zwei möchte ich noch sagen, sehr kurz. Er hat gesagt, fast bevor er starb, er sagte, es ist vollbracht. Das war eine Aussage, das bedeutet, es war eine Rechnenaussage, das bedeutet völlig bezahlt. Jesus hing ans Kreuz, bis er wusste, er hat die Schuld der Sünde bezahlt. Meine Schuld, deine Sünde. Er hat die Strafe bezahlt. Er hat die Verurteilung, die Verdammnis, die uns gehört, bezahlt für uns. Und die Priester, wenn sie ein Opferlamm gegeben haben und diese Opfer fertig waren, haben sie gesagt, vollbracht. Jesus ist stellvertretend am Kreuz für dich und mich gestorben. Bis zu Ende hat er das getan. Bis völlig bezahlt. Rechnung ausgeglichen. Und dann hat er gesagt, Vater, und wieder laut, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann ist er gestorben. Das ist auch sehr wichtig. Jesus hat, bevor seine Kreuzigung und seine Jünger gesagt, keiner nimmt mein Leben von mir, ich lege mein Leben hin. Und ich habe auch die Kraft, mein Leben wieder aufzunehmen. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, sie wünschen, dass sie sterben könnten. Aber Jesus, weil er Gott war, völlig Gott, völlig Mensch, war in der Lage, als er sein Opfer vollbracht hat für die Sünde, er war in der Lage, willentlich seinen Körper zu verlassen. Und er hat es gesagt, ich gehe jetzt zum Vater, ich bin in diese Welt gekommen und ich gehe jetzt zum Vater. Er hat einfach sein Leib verlassen, sein Geist ist wieder rausgegangen. Und er ist von dem Tod auferstanden. Er blieb nicht tot. Aber das ist Ostersonntag. Das kommt noch. Aber was wirst du mit Jesus machen? Bist du den einen Dieb, der sagt, ja, glaube gar nicht. Oder bist du wie der andere, der sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich bin ein Sünder. Ich bin schuldig. Und wir können sagen, Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich gebe dir mein Leben. Ich will dich kennen, ich will dir nachfolgen. Und er wird keine abweisen. Diese Osterzeit, gib Jesus dein Leben. Folge ihm nach, kehre um von deiner Sünde. Schau auf den, der dich liebt mehr als alle anderen, die dich überhaupt lieben können. Der sein Leben für dich gegeben hat. Deine Schuld, deine Sünden stellvertretend am Kreuz bezahlt hat. Ich möchte noch beten, Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gegeben hast. Und Vater, diese Karfreitage, ich bitte dich, dass Menschen Jesus erkennen werden. Herr, dass sie erkennen, wie wichtig sein Tod am Kreuz war. Herr, was für eine Veränderung das im Leben bringen kann und wird. Und dass du die Menschen so liebst, dass du deinen Sohn Jesus gegeben hast. Herr, ich danke dir. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus will dein Herz. Jesus will dich versöhnen mit dem Vater.
Warte nicht länger, mach das heute. Du kannst auch schreiben auf suchegott@aol.com oder schau auf Facebook New Beginnings International Church Berlin. Gott segne dich. Tschüss.